Wenn du gesund bist, hast du 1000 Wünsche. Wenn du schwer krank bist, nur einen. Hallo? Der Tag der Organspende ist ein deutscher Aktionstag, der seit 1983 jedes Jahr am ersten Samstag im Juni stattfindet. In Garching an der Alz hat Initiator Hermann Anwander zahlreiche bekannte Gesichter eingeladen, um die Besucher des Hagebaumarkts über dieses wichtige Thema zu informieren und aufzuklären. Also ich finde das ganz toll, dass es den Tag der Organspende gibt und an diesem Tag auch ganz viele Veranstaltungen, wie auch heute hier im Hagebaumarkt stattfindet, dass man eben mit den Leuten ins Gespräch kommt, um das wichtige Thema einfach nochmal präsenter zu machen, dass das einfach zum Leben dazugehört. Da muss halt einfach in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft muss sich vieles noch ändern und vielleicht sollte in der Politik endlich einmal die richtigen Wege gegangen werden, dass diese Widerspruchslösung zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Überall um uns herum gibt es bei uns nicht. Und deswegen jedes Jahr der Appell an die Politik, dahingehend was zu machen. Ja, umso wichtiger ist es ja, dass es so eine Leute gibt wie den Herrn Anwander, die sich da ja stark dafür einsetzen, oder? Dass die Leute ja wachgerüttelt werden. Ja, das ist ja das Positive an der Veranstaltung heute und jedes Jahr hier beim Hagebaumarkt. Es sind ja lebende Beispiele da. Es ist ja nicht nur der Hermann Anwander, sondern hier an dem Infostand viele, viele Beispiele, wo es funktioniert hat. Es geht um Leben und Tod. Und was kann im Endeffekt wichtiger sein? Ich bin schon sehr, sehr, sehr lange eine große Verfechterin für das Thema Organspende. Ich habe auch selber schon seit meinem 18. Geburtstag einen Organspendeausweis. Also erscheint mir völlig selbstverständlich, dann einfach nur, wenn es mit einem selber sowieso zu Ende ist, anderen zu helfen, womöglich Leben zu retten. Und es ist halt einfach ein Thema, sicher, das ist nicht so schön, wenn man sich damit beschäftigt, gell? Weil es geht um Leben und Tod, aber wir müssen uns damit beschäftigen, und zwar in der Gesellschaft und natürlich auch in der Politik. Dann ergreifen Sie doch als Bezirksrätin jetzt die Initiative. Braucht man gar keinen Beschluss von der Politik, sondern Ihr Appell an die Bevölkerung in puncto Organspende. Ja, werden Sie Organspender. Lassen Sie sich darauf ein, informieren Sie sich. Alle Fragen sind zu klären. Es gibt überall gute Antworten drauf. Tragen Sie einen Organspendeausweis mit sich, und zwar mindestens einen. Reden Sie mit Ihren Angehörigen drüber. Es ist ganz wichtig, dass Ihr Umfeld weiß, was Sie wollen, wenn es darauf zusammengeht. Denn an dem hakt es ja meistens. 80% der Bevölkerung haben angeblich bereit, ihre Organe zu spenden. Nur wenn es darauf zusammengeht, von 10 Fällen, die in Frage kommen, sind es im Endeffekt nur 2, weil die Angehörigen unsicher sind, die Entscheidung dann im Zweifelsfalle zu treffen. Das ist eine Sondersituation, das ist ja klar. Und tragen Sie sich ins Organspenderegister ein. Das ist neu geschaffen worden, heuer im März. Und auch das ist eine Möglichkeit, wie man seinen Willen ganz klar zum Ausdruck bringen kann. Und das macht es für alle leichter, für die Ärzte, für die Angehörigen. Also werden Sie Organspender und retten Sie Leben. So, meine lieben Teilnehmer des Organspendetages, wir haben unter uns eine Jubilarin, und zwar die Barbara Hobmeier aus Halt-Dötting. Bei der werden es morgen 30 Jahre, dass sie eine Leberspende hat. Das ist ein Applaus wert. Und von der Selbsthilfegruppe unserer Dialyse und unserer organtransplantierten Halt-Dötting möchte ich hier einen Blumenstrauß übergeben. Barbara, alles Gute, weiterhin Gesundheit und viel Erfolg und Glück. Vielen lieben Dank. Ja, danke. Also das ist super. Ein ganz, ganz besonderer Tag, also für mich und natürlich auch für die Familie meines Spenders. Ich hoffe manchmal, sie kriegen es irgendwie mit, dass seit 30 Jahren das Organ bei mir in besten Händen ist und dass ich die eine Spende sogar noch an die Kinder oder an das Leben der Kinder weitergeben durfte. Also dass aus der
kleinen Spende bzw. großen Spende das multipliziert worden ist. Und ja, ein ganz toller Tag morgen. Dankeschön. Da treffe ich gerade zwei Leute, die eigentlich in einer ganz anderen Szene daheim sind, nämlich in der Comedy. Trotzdem schön, dass ihr auch den Tag der Organspende nutzt mit eurer Präsenz, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Ist das ein Grundanliegen von euch? Ja, natürlich. Also sowas zum Unterstützen ist uns eine Ehre, muss ich sagen. Und ich kann gerade also ganz bestimmt hier behaupten, dass ich so einen Ausweis mitnehme und den in meinem Geldbeutel rein tue. Weil wenn ich das sehe, wie viel das Leute das Käufer wird mit sowas, dann was kann man da noch sagen dazu? Einfach mitmachen. Rudi, wie schaut es bei dir aus? Hast du auch schon daran gedacht, einen Spendeausweis auszufüllen? Ich habe nicht nur daran gedacht, ich habe eigentlich schon einen. Es heißt eigentlich, vor 25 Jahren, glaube ich, habe ich mir so einen geholt. Die schauen alle nur so aus wie damals. Habe mit dem Geldbeutel drin gehabt die ganze Zeit und dann bin ich umgezogen vor 3 Jahren auf Mühldorf und habe wahrscheinlich irgendwo in der Schachtel rein da. Jetzt finde ich den nicht mehr, aber kann man sich ja wieder einen mitnehmen. Bin ja jetzt zweimal registriert, schaut da nichts. Ich habe eh zwei Hände und zwar so, die werden ja nicht transportiert. Nun muss man ja auch sagen, das Ganze ist eigentlich positiv, dass die Spendenbereitschaft im Gegensatz zum letzten Jahr gestiegen ist, wenn auch bloß minimal, aber zumindest rütteln dann doch solche Veranstaltungen auf und darum ist schön, dass ihr zwei da mitmacht. Ja, wenn wir Zeit haben, alle wieder, gell? Macht man gern. Auf der anderen Seite, wenn man krank ist, dann gibt es wenigstens, wenn man auch ein Sketch schaut, zumindest kurzweilig was zu lachen, oder? Ja, da wird's. Das ist das Beste, wenn man die Leute ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Es ist schlimm nur auf der ganzen Welt, ob Krankheit oder Unruhe in irgendwo, mag jetzt nicht drauf eingehen, aber da ist es schön, wenn man die Leute ein bisschen zum Lachen bringen kann, ja. Ja, da wird das Zwerchfell ein wenig strapaziert. Jawohl. Wenn so Aktionen sind wie jetzt Tag der Organspende oder wenn irgendwie andere Aktionen sind, dann melden sie die Politiker, dann melden sie die Presse und dann kommen Berichte, dass ihnen das sehr wichtig ist, die Organspende. Und dann sagen auch die Leute momentan, okay, wir spenden. Und was natürlich meine Erfahrung ist, es würden sehr viele spenden, sehr viele, aber wir brauchen in Deutschland die Widerspruchslösung. Und was ich nicht ganz verstehe, die Abgeordneten im Bundestag lassen sich jetzt sogar ein Tattoo stechen für die Pro-Organspende, sind dafür, aber sie bringen es nicht auf die Reihe, dass sie einmal das Gesetz bringen, die Widerspruchslösung. Jetzt sind Sie ja selber Betroffener und Transplantierter. Was würden Sie den Zuschauern sagen wollen, um sie einfach besser wach zu rütteln? Ja, an die Zuschauer, da hätte ich die Bitte, die sollen sie informieren, die sollen wirklich einmal mit Transplantierten sprechen, mit Ärzten. Es ist bei weitem nicht so schlimm, wie es immer heißt, dass man dann ausgeschlachtet wird. Es wird der Mensch, wenn er hirntot ist, wenn er verstorben ist, es ist eine anständige Operation, wo die Organe entfernt werden und der Verstorbene braucht die Organe nicht mehr. Und sie rettet sehr viele Leben. Und heuer haben wir auch extra nur wegen der Kinderorganspende, habe ich auch ein bisschen Infomaterial dabei, weil auch viele Kinder liegen monatelang im Krankenhaus, warten auf ein Organ und versterben. Es ist nicht leicht, wenn man ein Kind verliert, wenn man dann die Organe spendet, aber es leben einige andere dann gesund weiter. Was war das? Ach, nur wieder Werbung. Lust auf Karussell? Ja, ja. Ja, lauf! Sarah! Sarah! Bist du sicher, dass du das willst?